Freundschaft. Darum geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Warum Freundschaften so wichtig sind, wie man sie pflegt und warum ein Streit nicht das Ende bedeuten muss, das erfahrt ihr jetzt. Was wäre Bibi ohne Tina? Und was wären Harry und Hermine ohne Ron? Ziemlich einsame Typen. Mit ihren Freunden aber sind sie ein Team, in dem sie einander vertrauen und zusammen durch dick und dünn gehen. Freunde machen das Leben schöner. Der lahme Physikunterricht wird erträglich, wenn man seinem Kumpel heimlich Zettelchen schreibt. Und die Pause macht viel mehr Spaß, wenn man zusammen tobt, redet oder auch schweigend nebeneinander hockt. Mit Freunden ist es nie langweilig. Sie geben einem das gute Gefühl, so gemocht zu werden, wie man ist. Der Grund? Mit Freunden ist man freiwillig zusammen. Im Gegensatz zu Eltern oder Geschwistern, die halt immer schon da waren, suchen wir unsere Freunde selbst aus. Sie sind in einem ähnlichen Alter oder haben Spaß an den gleichen Dingen. Die ersten Freundschaften knüpft man schon im Sandkasten. Oft sind es Kinder, die in derselben Straße aufwachsen oder in dieselbe Kita gehen, die ganz von selbst Spielkameraden und damit Freunde werden. Kein Mensch will nämlich ganz alleine sein. Wir alle suchen Nähe, Austausch und Verbundenheit und finden das bei Freunden, auch schon als Kleinkind. Manchmal halten solche Sandkastenfreundschaften ein Leben lang. Aber es ist auch normal, dass Freundschaften enden, zum Beispiel wenn man die Schule wechselt, wegzieht oder weil sich Interessen ändern. Um die Vertrautheit zu erhalten, muss man eine Freundschaft pflegen. Ein guter Freund ist, wer sich so verhält, wie er es sich auch vom anderen wünscht. Zeit haben, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Zuhören, wenn der andere etwas bereden möchte. Nicht weiter erzählen, was im Vertrauen gesagt wurde. Trösten bei Kummer und zusammenhalten, wenn es Ärger gibt. Es gibt Kinder, denen es leichter fällt, als anderen Freundschaften zu schließen und die scheinbar mit jedem dicke sind. Aber ob man nun 12 gute Freunde hat oder einen einzigen, spielt keine Rolle. Was zählt, ist das Gefühl von Verbundenheit. Vor allem in der Kindheit haben Freunde oft gemeinsame Rituale, zum Beispiel zur Begrüßung oder zum Abschied. Manche nennen sich BFF, Best Friends Forever, haben Geheimsprachen oder Schriften und geben einander Spitznamen, die nur sie verwenden dürfen. Mit Beginn der Pubertät verändern sich Freundschaften grundlegend. Jüngere Kinder treffen sich meistens mit Freunden desselben Geschlechts. Mädchen mit Mädchen, Jungs mit Jungs. Unter Jugendlichen entwickeln sich mehr gemischte Freundschaften. Dann bilden sich auch Cliquen, in denen man sich regelmäßig trifft. Eltern haben oft wenig Verständnis dafür, dass es Spaß macht, miteinander abzuhängen. Einfach so. Und dass man sich permanent bei WhatsApp schreibt, auch wenn man sich in den Augen der Eltern nur über unwichtiges Zeug austauscht. Tatsache ist, je älter man wird, desto mehr Einfluss bekommen die Freunde. Eltern wird spätestens jetzt klar, dass sie nicht mehr die Nummer 1 sind für ihre Kinder. Habt also ein bisschen Nachsicht mit ihnen, wenn sie mal wieder neugierig fragen, was ihr mit euren Freunden die ganze Zeit so macht. Eure Eltern sind bloß eifersüchtig. Befreundete Jugendliche erziehen einander gegenseitig, weil sie sich mehr und mehr von den Eltern abnabeln. Freundschaften helfen dabei, Meinungen zu entwickeln und herauszufinden, wer man ist und wie man sein möchte. Also seinen Platz in der Welt zu finden. Im Teenageralter sind Freunde nicht mehr die austauschbaren Spielkameraden wie in der frühen Kindheit. Sie sind manchmal sogar Seelenverwandte. Die Beziehungen werden tiefer und enger. Man teilt Stress in der Schule und Ärger mit den Eltern. Liebeskummer, Gefühle und Geheimnisse. Freunde und Freundinnen werden zu einer Art zweiter Familie, denn man macht die gleiche anstrengende Zeit durch. Das ist auch ein Grund, warum wir uns bei unseren Freunden so wohl fühlen wie bei sonst kaum jemanden. Freunde begegnen uns auf Augenhöhe. Wissenschaftler sprechen von symmetrischen Beziehungen. Das ist ein großer Unterschied zu den Beziehungen mit Erwachsenen. Freunden muss man sich nicht unterordnen. Sie erteilen einem keinen Hausarrest und wissen auch nicht immer alles besser. Das bedeutet aber nicht, dass Freunde nie miteinander streiten. Ganz im Gegenteil. Freunde fetzen sich schon im Kindergartenalter heftig.
Vielleicht ist der Grund, dass der Freund oder die Freundin die Spielregeln im Sandkasten verletzt und dem anderen die Schaufel weggenommen hat. Kleinkinder versöhnen sich aber meistens genauso schnell. Schaufel wieder da, alles wieder gut. Je älter man wird, desto komplizierter werden die Streitthemen. Vielleicht mag die beste Freundin plötzlich noch eine andere gern, mit der sie die Schulpausen verbringt. Oder der Freund erklärt einem plötzlich, dass er keine Lust mehr hat, jeden Dienstag mit zum Basketballtraining zu gehen. Schon gibt es Krach. Es kommt in jeder Freundschaft vor, dass man zurückgewiesen wird, dass man eifersüchtig, neidisch oder verletzt ist. Der Trick ist, sich auszusprechen. Vielleicht braucht es ein paar Anläufe und vielleicht fließen dabei auch Tränen. Aber streiten ist eigentlich etwas Gutes. Dabei lernt man, seine Wünsche zu äußern, verschiedene Interessen zu verhandeln, sich durchzusetzen oder zurückzunehmen, die Sichtweise anderer zu verstehen und schließlich eine Lösung für ein Problem zu finden. Das ist richtig anstrengend, aber für einen echten Freund oder eine echte Freundin ist man bereit, das in Kauf zu nehmen. Richtige Freunde können offen miteinander reden und einander verzeihen. Denn das macht Freundschaft aus, dass einen so schnell nichts auseinanderbringt.